Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe eine Beautybox bestellt bei der Parfümerie Godel und da möchte ich gerne mit euch mal zusammen hineinschauen. Die gab es für 24,95 und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen den Inhalt zu entdecken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mir wurde tatsächlich von einer wundervollen Followerin der Link dazu zugeschickt, dass ich mir das mal angucken sollte und das habe ich doch direkt mal gemacht. Es war sogar versandkostenfrei, was ich auch sehr charmant fand. Das kam auch sehr schnell hier an und ja, ich entferne hier mal die Schärpe, um das mal so zu sagen. Das Öffnen der Box verpflichtet zum Kauf. Ja, und hier haben wir dann einmal die Box. Das ist einfach eine ganz normale Geschenkbox. Ne? Ja, ich verlinke euch das auch mal in der Infobox. Das stand auch online, dass der Inhalt so ein bisschen variieren kann. Jetzt gucke ich mal, was hier so drin ist. Das erste, was mir so entgegenhüpft, ist hier einfach so was in Butterbrot eingepacktes und ganz viel Verpackungsmaterial. Okay, das erste, was ich hier rausfische, ist von Rituals. Darüber freuen wir uns doch. Von Ritual of Karma ist das ein Duschschaum. Hydra Boost Komplex mit Lotus Flower und weißem Tee. Das ist ein Tee, das ist eine Originalgröße. Ich freue mich auch schon mega auf den Adventskalender von Rituals. Ich bin sehr gespannt, was die sich dieses Jahr überlegen. Und ja, hier habe ich erstmal einen Duschschaum und ich mag auch gerne die Rituals Duschschäume. Vom Schaumgefühl her ist es meiner Meinung nach nicht ganz so exzessiv wie zum Beispiel die Bilou Duschschäume, aber trotzdem eine coole Sache. Ich freue mich drüber. Dann habe ich hier ein kleines Produkt drin. Maison Francis Courdian Paris 724. Ein Gel Mousse, nein, ein Hand- und Body Cleansing Gel. 10 ml. Also das in so einer Verpackung finde ich ein bisschen schade, weil das ist ja nicht nur eine Einmalanwendung, wenn das 10 ml sind. Ne? Das kann man sich dann am besten einfach umfüllen in ein Pöttchen, weil bei 10 Millilitern hast du ja doch etwas mehr davon. Und ja, das wäre sonst ein bisschen schade, finde ich. Ne? Also ein Handreinigungsgel, ist es dann eine Seife oder ist das so ein rinse roughly if product gets in your eyes? Ach so, nee, doch nicht. Nee, das ist ein Schaumgel für Hände und Körper. Das muss ich nochmal herausfinden. Ob das einfach eine Handseife dann ist? Mehr im Korb. Ach so, okay, wenn das dann auch für Hand und Körper ist, dann kann das natürlich auch in dem Sinne sein, dass es ein Duschgel ist und dann sind 10 ml in so einer Verpackung gar nicht so schlecht, weil das zum Verreisen dann funktionieren kann. Molten Brown haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Habe ich hier ein kleines Duschgel drin. Okay, noch ein Duschgel von 30 ml. Das ist das Orange and Bergamot, also Orange und Bergamotte. Eine Freundin von mir fährt tierisch auf diese Düfte ab und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Sache zum Verreisen. Ich bin gerade dabei, meinen Koffer zu packen, nämlich für einen kleinen Ausflug nach Berlin. Deswegen denke ich auch gerade die ganze Zeit in Reisegrößen und so weiter. Vielleicht nehme ich das mit. Das wäre ja gar nicht so verkehrt. Oder auch das hier. Das wäre vielleicht wirklich auch ganz einfach für den Koffer. Dann ist er nicht so schwer. Muss ich nicht so viel schleppen, ne? Dann habe ich hier noch drin enthalten ein dekoratives Kosmetikprodukt von der YBPN Eigenmarke. Also YBPN ist ja diese, ja, der Dachverband quasi von vielen verschiedenen Parfümerien, ne? Don't Talk, Just Kiss in der Farbe Berry Red 36. Das ist intensiv. Für mich persönlich leider ein bisschen zu dunkel, aber trotzdem finde ich schön, dass wir hier auch ein bisschen dekorative Kosmetik drin finden. Und es waren auch dort verschiedene Farben von diesem Lippi abgebildet. Ich hätte mir eine hellere gewünscht. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist eine Ampulle drin enthalten von Dr. Grandel, die Hyaluron-Ampulle. Und die kann man sich safe für mehrere Anwendungen aufteilen. Ne? Glättend aufpolsternd soll die sein und da sind 3 ml drin. Also ich würde da sicherlich 3 Anwendungen auch rauskriegen. Und ja, sowas kann man morgens und abends ganz gut verwenden. Manchmal sogar auch anstelle von einem Serum ganz gut geeignet, ne? Oder wenn du es halt ganz exzessiv haben möchtest, gibst du dir das auf Gesicht, Hals, Dekolleté auf und ziehst es so weit runter, wie das halt reicht, ne? Je nachdem, wie man sich so fühlt. Weiter geht's. Hier ist echt viel drin, Leute. Ich habe hier Schmuck drin. Das ist so ein kleines Organza-Säckchen. Aha. So ein kleines Armkettchen ist das. Ist flexibel. Von Lizas. Lizas sagt mir jetzt so nichts, aber sieht echt hübsch aus. Ich trage zwar keine Armkettchen eigentlich, ne? Aber ich glaube, darüber freut man sich. Ist auf jeden Fall viel schöner, als wenn du da, hatte ich letztens in einem Adventskalender, so ein fettes Valentino-Logo oder sowas drauf hast und das irgendwie halt sich nicht so hochwertig anfühlt. Also das hier sieht schön aus, kann man sicherlich auch toll kombinieren. Schon süß. Muss ich sagen. Weiter geht's. Ich habe hier von Boss, Hugo Boss, The Scent for Her, eine Perfume Body Lotion mit 50 ml drin. Das ist auf jeden Fall eine schöne
Sache, auch das zum Verreisen oder halt auch für zu Hause. So kann man auch, das sage ich ja immer wieder, wenn man sowas auch in Adventskalendern findet und sich ärgert, dass man halt nicht den Duft oder eine Duftminiatur drin hat, so kann man den Duft halt auch super gut testen, ne? Weil das ist ja beduftet mit dem Duft und dementsprechend hat man das dann auch ziemlich intensiv auf dem Körper und ich finde es schön. Doch, das kann man ausprobieren. Ich hatte, glaube ich, auch mal, hatte ich eine Duftprobe davon da? Ich weiß das gar nicht. Ich wollte mir den nämlich mal holen, weil der Lieblingsduft von meinem Frosch, genau. Nein, von meinem Freund ist nicht von meinem Frosch. Oh wow. Entschuldigung. Ist der Hugo Boss Duft. Und ja, genau. Ja, und da habe ich mir gedacht, vielleicht so als Partnerduft oder so. Aber gut, wir schauen mal. Dann haben wir hier von Annemarie Börlin das Enzympeeling als Peeling-Powder drin. 8,5 Gramm sind hier drin und das finde ich richtig großartig. Ich verwende gerne Enzympeeling jetzt im Sommer oder auch generell, weil ich eine sensible Haut habe, ne? Das ist mit, mit Enzym und Bio-Aloe Vera und ach, das ist halt eine kleine Größe, aber du kommst da eigentlich auch relativ lange mit aus. Du musst dir ja nur eine kleine Menge so in die Handinnenfläche geben, wenn du unter Dusche stehst. Das mit, wow, ist da viel drin. Das mit Wasser ein bisschen aufemulgieren und dann für eine Minute ungefähr in das Gesicht einmassieren, ne? Und damit entfernst du richtig toll tote Hautschüppchen. Wow, das finde ich nice. Das finde ich richtig nice. Und das für den Preis. Und das war ein Reim, ne? Ich bin ja auch mega davon. Also ich bin absolut happy, dass Dalton auch diese ganzen Enzym-Sticks jetzt auch in der großen Umverpackung rausgebracht hat, weil du da Ewigkeiten was von hast. Das habe ich euch oder zeige ich euch ja auch jeden Monat in meinem Project Pen, wie lange es im Prinzip braucht, das aufzubrauchen. Und 8,5 Gramm ist echt eine Menge. Das ist cool. Das ist echt cool. Also wenn man sowas zum Beispiel auch mal im Adventskalender finden würde, wäre ja mega, ne? Jo, dann habe ich hier doch noch ein Parfum drin von Memo Paris, das Marfa Eau de Parfum. Hier sind 5 Milliliter drin. Und ich halte, glaube ich, mal ganz dezent mein Näschen dran. Orange Blossom Absolut, Tuberose Absolut und White Musk. Das hört sich gut an, Leute. Also Orangenblüte, Tuberose und weißer Moschus. Riechst du so nichts raus? Aber ich will es ausprobieren. Komm, wir sprühen das jetzt mal auf. Der Moschus, der geht aber direkt in die Nase. Beziehungsweise der Moschus in Kombination mit der Orangenblüte, ne? Aber auch die Tuberose. Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Das ist ein sehr erwachsener Duft, ein sehr umhüllender Duft. Also wirklich, so ein Lady-Duft, aber von einer sehr selbstbewussten Lady. Ich finde den Duft schön. Ich mag den. Der ist natürlich blumig und du hast auch dieses Moschus mit dabei. Der ist auch pudrig. Aber er kann was. Also der sagt, hallo, hier bin ich. Ne? Also der ist nicht zum Spaß da. Und das finde ich schön. Also das ist ein schöner, schöner Duft. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon die Box. Schon ist gut, ne? Das war der Inhalt der Box. Und also mega. Für 24,95 bekommen wir hier richtig coole Produkte. Ja, doch, ne? Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir alles irgendwie in Originalgröße kriegen. Aber allein hier haben wir eine Originalgröße. Das hier wird eine Originalgröße sein. Hier bin ich mir gar nicht so sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Originalgröße ist. Das hier ist, ich weiß nicht, ob man das einzeln kaufen kann. Nee, ne? Glaube ich. Ich meine, kleine Ampulle halt, ne? Das ist ja auch nicht jetzt irgendwie reduziert, aber halt nur eine anstatt von 5, 6, 7. Hier weiß ich nicht, ob das ein Werbegeschenk ist oder ob man das so kaufen kann. Also ich finde es toll. Leute, schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und wie gesagt, der Link zur Infobox ist in. Ach Quatsch, der Link zur Infobox. Der Infobox. Nein. Der Link zur Box ist in der Infobox. So. Und ja, schaut da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Ich finde es immer ganz nice, wenn man da halt auch, ja, so coole Boxen bekommt und dann auch den Support so geben kann. Ich hatte auch richtig viele schöne Proben mit dabei. Ein schönes handgeschriebenes Kärtchen war mit dabei. Also, das ist schon sehr liebevoll gemacht, ne? Also, ich fand's nice. Und ihr? Schreibt gerne in die Kommentare. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.